Geh nach draußen, mach dich sichtbar, tu etwas. Das ist die Stimme von Norma Jensen. Von Haus aus ist Norma Diplom-Wirtschaftsingenieurin. Beruflich gestartet ist sie als Vertriebsingenieurin für Diesellokomotiven, um dann nach einem Zwischenstopp im Bereich Vertrieb, IT und Marketing als Unternehmerin durchzustarten. Norma ist sehr glücklich verheiratet und Mutter zweier zauberhaft erwachsener Töchter. Als Mental Coach gibt sie unter anderem auch Achtsamkeitskurse bei der Krebsgesellschaft. Außerdem tanzt sie Flamenco und unterrichtet Yoga. Wenn euch die Folge mit Norma gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Tech She Likes, Folge 71. Kannst du dich noch erinnern, was du als kleines Kind werden wolltest, was da deine Berufsvorstellungen waren? Ich wollte immer Ärztin werden und anderen helfen, habe lange im Roten Kreuz auch ehrenamtlich gearbeitet und habe irgendwann auch meine Schwesternhelferin-Ausbildung gemacht und habe immer gedacht, in diesem Beruf werde ich glücklich. Habe dann aber festgestellt, dass man einen gigantischen NC braucht, den ich nicht im Ansatz erreicht habe. Und habe gedacht, okay, da musst du dir wohl was anderes einfallen lassen. Was hast du dir dann einfallen lassen? Also was ist jetzt dein Job heute genau und wie kam es dazu? Also ich bin jetzt Wirtschaftsingenieurin und habe ein duales Studium gemacht an der Wirtschaftsakademie hier in Kiel. Und das ist eigentlich auch, wie vieles im Leben so, durch Zufall entstanden. Ich habe mich eigentlich für Mathe und Sport beworben und habe gedacht, ich studiere auf Lehramt, aber Sport war dermaßen überlaufen damals, dass ich keinen Platz bekommen habe. Dann habe ich ein Jahr lang gearbeitet in der Industrie und habe einen Studienplatz angeboten bekommen. Da war wohl jemand begeistert von mir und hat gesagt, Mensch, aus dir wird was werden und du musst unbedingt ein gutes Studium machen und guck doch mal, an der Wirtschaftsakademie gibt es ein tolles Studium als Wirtschaftsingenieurin, bewirb dich doch da mal. Und das habe ich dann gemacht. Ich finde es einfach immer so wunderbar, dass es da draußen Menschen gibt, die dann jemand anderen auch pushen. Wie findet man so Menschen, die von einem begeistert sind und die einen dann auch so unterstützen? Indem man sich sichtbar macht. Also das funktioniert natürlich nicht, wenn man im stillen Kämmerlein zu Hause sitzt, einen keiner sieht und keiner sieht auch, was man an Potenzial hat. Das heißt, machen ist die Devise. Geh nach draußen, mach dich sichtbar, tu etwas, vielleicht auch im Ehrenamt. Auch da wird man gesehen, auch da gibt es viele Menschen, die sich engagieren. Und das Leben hat einen eigenen Plan, habe ich festgestellt. Und die Dinge, die passieren sollen, die passieren auch. Und die Menschen, die dich sehen sollen, die werden dich auch sehen. Nur du musst natürlich etwas dazu beitragen. Wie gesagt, also zu Hause im Kämmerlein wird keiner sagen, so irgendwann klopfen und sagen, hey, auf dich habe ich gewartet und komm doch mal mit. Ich habe das ja in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren immer wieder gesehen, dass wenn man etwas wirklich will, dann bekommt man auch die richtigen Verbindungen. Wie hast du dich sichtbar gemacht? Also einmal, indem ich einen Job angenommen habe. Das war nichts Großartiges. Ich konnte ja auch noch nichts. Ich hatte ja mein Abitur gemacht und hatte noch keine Qualifikation. Und habe dann im Grunde durch Zufall, in Anführungsstrichen, wobei es ja richtige Zufälle gibt es ja nicht, den Betriebsleiter dort kennengelernt. Der kam halt mal ins Büro, dann sind wir ins Gespräch gekommen. Dann hat er mich gefragt, okay, was habe ich denn für die Zukunft so geplant? Und dann habe ich halt erzählt, dass ich mich auf dem Studienplatz beworben habe, aber im Moment noch auf der Warteliste stehe. Und dann hat er gesagt, Mensch, es gibt doch auch noch was anderes. Wir bieten hier im Betrieb das und das an. Wäre das nicht was? Das war nichts, wo ich mich angestellt habe und gesagt habe, hey, ich hätte da gerne mal ein Gespräch mit dem und dem, sondern das hat sich ergeben. Also der hat mich letztendlich proaktiv angesprochen. Ich habe da kürzlich ein Interview gesehen. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Name des Künstlers war, aber es war ein Künstler und er war 24 Jahre alt und er hat Kontakt zu den Medien aufgenommen und hat gesagt, es ist besser, interviewt es mir jetzt, weil irgendwann werde ich so berühmt sein und keine Zeit mehr dafür haben. Super, gute Aussage. Das erhöht ja nochmal den Druck bei den Medien. Sehr geschickt gemacht und sehr charmant. Aber ja. Ich höre das immer nur von Männern. Warum machen das Frauen nicht? Oder bekommt man das einfach nicht mit? Ich habe ja zwei Töchter, die inzwischen erwachsen sind. Und bei denen habe ich genauso wie bei mir in jungen Jahren auch das gleiche Phänomen gesehen, nämlich dass Frauen oft Angst haben, dass sie nicht gut genug sind.
wenn sie sich sichtbar machen. Frauen neigen dazu, da kann ich, das kann ich halt auch sehr gut sagen, weil mir das ganz genauso geht oder genauso ging, heute nicht mehr so. Frauen wollen erst perfekt sein, vorbereitet für die Aufgabe, die sie übernehmen, vorbereitet für das, was sie zeigen, bevor sie sich zeigen. Und das dauert ewig. Und man muss dazu wissen, niemand ist perfekt und niemand wird jemals perfekt sein. Denn das, was so leicht aussieht, was dann so professionell aussieht, das war mal richtig schwer, aber hat jede Menge Training erfahren. Also heute kann ich sagen, wenn ich mich sichtbar mache, gehe ich auch los, wenn ich bei 70% bin und sage, okay, den Rest, den lerne ich noch. Learning by doing ist angesagt. Jetzt ist die Zeit, auch mal Fehler zu machen und zu lernen. Diese Sicherheit habe ich damals nicht gehabt. Da bin ich in die zweite und in die dritte Reihe gegangen und habe gedacht, hoffentlich fragt dich keiner, hoffentlich sieht dich hier keiner. Heute stelle ich mich in die erste Reihe, setze mich in die erste Reihe, mache mich sichtbar und sage, ja, ich weiß nicht alles, das wird auch immer so sein, aber ich weiß genug. Und das ist etwas, was junge Frauen lernen müssen. Sie sind gut genug, so wie sie sind. Und dafür brauchen sie manchmal Unterstützung durch eine Mentorin oder durch einen Coach oder durch eine Freundin. Dadurch mit Rollen, Vorbildern zu lernen, dass es auch mit weniger Aktion geben kann. Das, glaube ich, fehlt vielen jungen Frauen. Die verkaufen sich einfach unter Wert. Das glaube ich auch. Jetzt, du hast ja auch gesagt, dass du zwei Töchter hast. Machen deine Töchter etwas im MINT-Bereich oder interessieren sie sich auch für den MINT-Bereich? Also die haben beide BWL studiert. Die Große entdeckt so ein bisschen ihre handwerklichen Neigungen und Interessen. Die hat also schon so einiges gemacht und liebt es auch, mit ihrem Vater dann in der Werkstatt zu verschwinden, der ihr dann natürlich auch begeistert alles zeigt. Der ist handwerklich sehr begabt und der gibt das alles auch super gerne weiter und das liebt sie. Also das hat sie relativ spät entdeckt, aber letzten Endes, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Also nein, im MINT-Bereich selbst machen beide nichts, aber sie haben keine Angst vor Technik. Also die haben beide auch mit Technik im Beruf zu tun und haben da auch keine Angst vor. Also gehen da ganz neugierig ran und fragen dann uns auch, wenn es da irgendwelche Unklarheiten gibt. Das ist ganz spannend. Jetzt sind ja auch deine Töchter ein Beispiel dafür. Sie haben keine Angst davor, aber sie machen es trotzdem nicht. Wie kann man jetzt tatsächlich auch ja eben die Mädchen auch abholen, dass sie dann auch was Technisches machen? Was kann man deiner Meinung nach dazu beitragen? Was sollte man machen? Was sollte man nicht machen? Ich würde mir wünschen, in den Schulen mehr Praktikumsangebote zu haben, mehr auch wieder mit den Händen zu arbeiten und einfach auch mal einen Hammer in die Hand zu geben und zu sagen, wir üben damit mal. Und da wird es immer Menschen geben, die da Gefühl für haben, die da einfach auch eine Leidenschaft für haben, die sie vielleicht gar nicht kennen. Aber dafür muss man Möglichkeiten haben, im geschützten Raum Dinge ausprobieren zu können. Und dann muss das auch in Ordnung sein, wenn das nichts wird. Wenn man dann eben feststellt, oh Gott, bloß nicht. Ich glaube, das überlasse ich lieber jemand anderem. Da könnten zum Beispiel auch alte Handwerksmeister, die vielleicht schon in Rente sind, könnten mal einen Kurs anbieten oder im Rahmen einer Projektarbeit etwas anbieten. Man muss diese Dinge erfahren. Und dann kann man auch feststellen, ob das für einen selber etwas ist. Das ist eine sehr schöne Idee mit den alten Werksmeistern, die vielleicht schon in Pension sind. Angenommen, ich lade dich jetzt zu mir in den Klassenraum ein, vor die Informatikschülerinnen und Schüler. Was wäre das Erste, eines der ersten Dinge, das du ihnen sagen würdest? Dass ich begeistert bin, egal ob Mann oder Frau, das wäre mir total egal. Und dass sie zusehen sollen, dass sie neugierig bleiben in ihrem Leben, dass sie sich weiterbilden und dass sie das letztendlich als Chance sehen, auch die Zukunft mitgestalten zu können. In diesen Bereichen, wo man sagt, so, ja, auch das bringt mir eigentlich Spaß. Ich gucke mal nach den Fächern oder ich gucke mal, womit beschäftige ich mich in meiner Freizeit? Was begeistert mich so richtig? Wo vergesse ich Raum und Zeit? Das ist dieser sogenannte Flow, der dann entsteht, wo man wirklich sagt, so, jetzt bin ich einfach nur noch. Man sollte nach seinen Leidenschaften gucken, weil je mehr man davon nachher in seinen Beruf integrieren kann, desto eher verschwimmt auch diese Grenze zwischen Freizeit und Beruf.
Das heißt nicht, dass man 20 Stunden am Tag arbeiten soll. Das meine ich damit nicht. Aber wenn man dann 7 oder 8 Stunden am Tag arbeitet, empfindet man das nicht als belastend, sondern dann bringt das Spaß. Und das ist etwas, was natürlich ein ganz anderer Ansatz ist. Wenn dir Arbeit Spaß bringt, dann empfindest du das auch nicht als Belastung, sondern dann freust du dich, morgens aufzustehen und dann dynamisch in den Tag zu starten. Das ist ganz, ganz wertvoll. Was braucht es jetzt auch deiner Meinung nach, damit Frauen jetzt sich auch im Technikbereich, in der Technologiebranche wohlfühlen? Es braucht immer zwei Seiten. Einmal genug Selbstbewusstsein, um die eigenen Fähigkeiten bei den Frauen und natürlich auch auf der anderen Seite die Akzeptanz bei den entsprechenden Gruppenleitern, Führungskräften, Geschäftsführern, dass man eben sagt, okay, es ist egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist, sondern es geht um die Qualifikation. Und da braucht es halt einfach auch im Recruiting-Prozess und bei den Personalern braucht es eine andere Sicht der Dinge. Aber ich glaube, das ist schon auf dem Weg. Noch nicht bei allen und bei großen Konzernen ist es halt auch schwierig, Veränderungen zu etablieren. Aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Also da hat sich schon einiges getan. Aber es ist noch viel Luft nach oben. Geh mal ein bisschen zurück in der Geschichte, eben wieder auch zu deinem Studium. Wie war das dann im Studium für dich? Ja, super. Also ich war die einzige Frau im Studium. Es waren sonst nur Männer. Was heißt nur, aber nur Herren. Und in den ersten Wochen habe ich wirklich gedacht, sag mal nochmal, bist du sicher, dass du dich da richtig entschieden hast? Ich habe mein Studium begonnen mit einem halben Jahr in der Werkstatt, habe also an der Werkbank gestanden und habe erstmal gefeilt. Und ich weiß noch, dass mein Ausbildungsmeister nicht so irre begeistert war von den Ergebnissen meiner Feilkünste. Dazu muss ich sagen, dass mir diese praktische Arbeit hatte ich halt auch noch nie gemacht. Und das hatte ich auch wahnsinnig wenig Geduld für. Und die muss man schon haben. Also man muss schon Liebe zum Detail haben. Und das war nicht so ganz einfach. Es gab halt auch im gewerblichen Bereich, gab es so gut wie keine Auszubildenden. Weibliche Auszubildende gab es so gut wie gar nicht. Dementsprechend war mein Overall auch, ich sag mal so, 20 Zentimeter zu lang. Es passte einfach überhaupt nichts. Die waren auf Frauen einfach nicht ausgerichtet. Also das gab es zu der Zeit noch nicht so. Und im Studium habe ich natürlich dann auch so, gerade am Anfang, wenn man sich so ein bisschen beschnuppert, den einen oder anderen Spruch gehört, wo ich gedacht habe, hey Leute, das geht so gar nicht. Aber das trainiert auch und grundsätzlich, muss ich sagen, habe ich eine gute Zeit gehabt. Muss ich wirklich sagen. Das waren wirklich tolle junge Männer. Wir haben wirklich viel Spaß gehabt und ich konnte viel lernen und bin auch erstaunlicherweise dann die 4 Jahre über Semestersprecherin gewesen. Also das hat schon Gründe gehabt und ich habe dann halt auch unsere Interessen gegenüber der Wirtschaftsakademie vertreten und das hat natürlich auch noch mal eine Menge Training gebracht und das Studium habe ich schon ziemlich selbstbewusst verlassen dann. Also da habe ich viel gelernt, auch persönlich viel gelernt. Haben dir andere Frauen gefehlt? Es wäre natürlich schön gewesen, wenn noch eine weitere Frau dabei gewesen wäre, aber es bringt ja nichts, über die Situation, die man nicht ändern kann, zu viel nachzudenken. Ich habe einfach dann das Beste aus der Situation, so wie sie war, gemacht. Damit habe ich dann eben auch, ich sag mal, an diesen Gedanken eigentlich keine Energie verschwendet. Also ja, wäre nett gewesen, aber hat mir jetzt, wenn ich so zurückdenke, hat auch nicht gefehlt. Wie ging es da dann weiter in deinem Werdegang? Was ist da dann gekommen nach dem Studium? Sind da dann irgendwann auch Zweifel gekommen? Ich habe das auch erst kürzlich gehört von einer Frau, die gesagt hat, irgendwie habe ich ein bisschen so Angst, doch dann das Studium abzuschließen, weil dann habe ich das Gefühl, ich muss das alles können, was ich da gelernt habe, aber in Wirklichkeit kann ich ja nichts. Das ist eine typische Aussage von einer Frau, das passt genau zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Also das Wirtschaftsingenieurstudium beinhaltet ja ganz viele Fächer, sowohl im Maschinenbau als auch im Bereich BWL. Und da kannst du in diesen 4 Jahren einfach nicht in die Tiefe einsteigen. Das heißt, du bist ein Generalist. Und so musst du letztendlich auch auftreten. Du kannst alles ein bisschen, ja, aber nichts tief. Und dafür ist letztendlich ja auch die Berufserfahrung nachher gedacht.
und nicht das Studium. Das Studium rüstet dich aus, aber die Aufgabe, die du dann übernimmst, die wird nur einen Teil des Wissens benötigen, das du im Studium gesammelt hast. Die eigentlichen Erfahrungen und das eigentliche Wissen um die Tätigkeiten, das erfährst du letztendlich durchs Machen im Beruf, nachher im Job nachher. Und wenn ich mir überlege, was ich heute weiß und was ich zum Abschluss des Studiums gewusst habe, dann kann ich heute sagen, dass ich immer mal wieder, je nach Aufgabe und Herausforderung, Teile aus dem Studium gebraucht habe und dann froh war, wenn ich um die Begriffe wusste und auch wusste, wo ich nachgucken konnte und dann den Zugang zum tieferen Einstieg letztendlich schon hatte. Aber die Fachanforderungen, die verändern sich auch immer wieder, die musste ich mir dann auch wieder neu anlesen oder vertiefen und ausbauen. Also das Expertenwissen nachher, das findet im aktiven Beruf statt. Das kann nicht im Studium geleistet werden. Würdest du das Wirtschaftsingenieurstudium jetzt auch heute noch anderen jungen Frauen, Mädchen empfehlen? Auf jeden Fall. Das ist eine sehr gute Mischung aus kaufmännischen Bereichen und praktischen Bereichen aus der Technik. Du kannst halt, und das hat mir auch immer geholfen, die Investitionen zum Beispiel, die du rechnest, kannst du verstehen. Du kannst verstehen, was da an Technik hintersteckt, was an Möglichkeiten, zum Beispiel Ressourcenschonung, Energieeinsparmöglichkeiten, Automatisierung von Prozessen, das kannst du begreifen. Da stehst du in der Diskussion nicht daneben so nach dem Motto, oh, die Frau ist dabei, vielleicht führt sie Protokoll. Nein, die Frau hat Technik gelernt, weiß darum und kann mitreden. Und das ist super wichtig. Also das ist ich bin ja jetzt seit über 30 Jahren als Unternehmerin tätig und wir haben schon so rumgewitzelt, mein Mann und ich. Das ist eigentlich so eine Grundausbildung für eine Unternehmerin. Weil du dann in allen Bereichen halt mal reingeschnuppert hast, du hast auch mal geschweißt, du hast mal an der Drehbank gestanden und du hast aber auch Investitionen gerechnet oder in der Forschungsabteilung gearbeitet. Du hast eine ganz breite Aufstellung und das ist wahnsinnig interessant. Also mir hat das ganz, ganz viel Spaß gebracht. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Natürlich ist es nicht für jeden was, das ist ganz klar, aber nichts ist für jeden was. Also ruhig mal reingucken und vielleicht auch mal ein Praktikum machen und dann entscheiden, was man will. Aber empfehlen kann ich das auf jeden Fall. Also mich begeistert das nach wie vor. Du hast im Studium geschweißt. Hast du eigentlich auch vor dem Studium geschweißt oder hast du auch als Kind mit jetzt Holz oder mit technischen Dingen, Hammer auch gespielt? Nein, überhaupt nicht. Also ich war der totale Laie und Anfänger. Und das war schon eine echte Herausforderung, weil diese Maschinen, die sind schon sehr eindrucksvoll. Das muss man wirklich sagen. Und beim Schweißen weiß ich, dass die Jungs sich auch echten Spaß draus gemacht haben. Das machst du ja in so einem speziellen Raum und dann mit Riesen, also mit den Handschuhen passten mir auch nicht und dann mit dieser Lederschürze und dem Visier. Und dann musst du voll konzentriert da wirklich auch mit richtig schwerem Gerät letztendlich arbeiten. Das war für mich als Frau natürlich auch du hast ja auch kleinere Hände. Das war schon nicht so ganz einfach. Die haben mich schon echt ein bisschen hochgenommen da. Das muss man wirklich sagen. Ich meine, ich konnte es wechseln, aber das war schon echt eine Herausforderung. Nein, ich habe nicht mit dem Hammer gespielt als Kind. Ich habe auch nicht Fußball gespielt. Ich habe ganz klassisch als Mädchen Ballett gemacht und habe sehr viel Sport gemacht. Ja, aber auch keine Jungs-Sportarten. Das hat mich einfach auch Handball und so. Also immer wenn es so das 1:1 ging, hat mich nicht begeistert. Also da konnte ich mich nie so richtig für erwärmen. Nein, ich war nicht ein Mädchen, was sich für typische Jungs-Sachen interessiert hat. Und dadurch war im Studium für mich auch vieles ganz neu. Ich erinnere noch eine kleine Anekdote mit meinem Elektrotechnik-Professor, der mich dann schmunzelnd angesehen hat und gesagt hat, ich habe hier ein spezielles Buch, das sollten Sie wirklich mal lesen. Und der Titel war so in etwa Elektrotechnik für Anfänger. Und meine Kommilitonen, weiß ich noch, dass sie geguckt haben, so nach dem Motto, oh, was sagt sie jetzt? Und dann, ich habe nur gesagt, oh, vielen Dank, das werde ich von vorne bis hinten durcharbeiten, weil ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe. War das jetzt bei den Männern so anders? Hatten die wirklich tatsächlich alle schon Ahnung davon oder ist es einfach nicht so aufgefallen dann auch? Ich denke, dass sie sich auch während der Schulzeit schon eher für Physik zum Beispiel und solche Themen interessiert haben.
Das war nun nicht so meins. Also Physik war Mathe, ja, super, habe ich immer total gerne gemacht. Da hatte ich aber auch einen sehr, sehr guten Lehrer. Aber alles andere wurde eben auch nicht so unterstützt. Also ich weiß nicht, ob sie so die Wahnsinnsahnung hatten, aber sie haben sich in diesen technischen Fächern doch deutlich leichter getan als ich. Weil ich hatte so das Gefühl, dass da doch ein bisschen mehr aus der Schule so Grundsatzwissen schon da war. Aber das ist ein Gefühl, das kann eben auch nicht richtig sein. Du hast ja gesagt, die haben dich da auch so ein bisschen dann hochgenommen beim Schweißen. Was waren denn da jetzt so blöde Sprüche oder Sticheleien oder unangenehme Anmachen, die du jetzt auch in deinem Werdegang im Studium oder vielleicht dann auch darüber hinaus ertragen hast müssen? Hast du da auch Beispiele dafür? Ja, da habe ich natürlich auch im Vorwege schon mal ein bisschen überlegt, weil das ist ja schon eine ganze Weile her. Aber man kann halt beim Schweißen auch diese Blasen, die sich bilden können, die kann man platzen lassen. Und das gibt schon einen ziemlichen Knall. Und wenn du da konzentriert stehst und hoffst, dass deine beiden Teile, die du verbinden möchtest, nicht auseinanderfallen, weil du irgendwo einen Fehler machst oder das zu heiß wird und das alles wieder aufgeht, dann bist du schon voll konzentriert. Und wenn du halt einfach da auch keine Übungen hast, dann bist du voll bei der Sache. Und wenn das dann so, ich sag mal, 2 Meter neben dir super laut knallt und du nicht darauf vorbereitet bist, da sackt dir schon das Herz in die Hose. Also, aber das haben die Jungs ein, zweimal gemacht und dann war der Scherz auch vorbei und dann war das okay. Also es gibt immer, das ist wie so ein Aufnahmeritus, da muss man so ein bisschen schussfest werden. Also eine Anekdote ist immer, wenn ich E-Mails schreibe mit meiner Signatur, dann werde ich immer als Herr Jensen angesprochen. Also es ist immer so, dass mit diesem Titel, mit diesem Diplom kann man anscheinend keine Frau sein. Das ist immer ganz lustig. Und ich weiß, ich habe mal eine Situation gehabt. Wir haben auch eine Gießerei in dem Betrieb gehabt. Und diese Gussstücke, die mussten getestet werden. Dafür gab es ein Werkstofflabor. Und dann wurden so kleine Teststücke gegossen und die wurden eingespannt. Das muss man sich vorstellen, in so zwei, in so eine Spannvorrichtung, oben und unten. Das sah aus wie so ein, ja, wie so ein Löffelbiskuit, aber eben aus Guss. Und dann wurde er ganz, ganz langsam auseinandergezogen. Und da gab es dann eine Materialverhaltenskurve, bis das Ganze gerissen ist. Also man musste wissen, wie reißfest ist das Ganze. Und der zuständige Meister, der das Ganze betreut hat, stand hinter mir und rückte immer näher. Und stand so dicht hinter mir nachher, dass ich wirklich im Nacken wirklich den Atem gespürt habe. Und da habe ich gedacht, so, Norma, was machst du jetzt? Wie reagierst du so, dass er einen kleinen Schreck kriegt, aber dass er nicht total beleidigt ist? Weil da muss man ja auch immer so ein bisschen aufpassen. Und dann habe ich mich auf dem Absatz umgedreht. Wir standen fast Nase an Nase. Und dann habe ich gesagt, na, dichter geht's wohl nicht. Und der hat sich so erschrocken. Der hat echt einen Riesensatz zurückgemacht und so, ach, ja, oh, Entschuldigung, ja, ich glaube, ich habe mich so konzentriert. Ich so, alles klar, okay, kein Thema. Und dann sind wir ein bisschen auseinandergegangen und dann war das in Ordnung. Also das ist so, ja, also immer kann man das nicht, aber es ist mir schon häufiger ganz gut gelungen. Ich glaube, ich habe während des Studiums nebenbei gejobbt und habe viel gekellnert zu der Zeit und da, glaube ich, hatte ich ein ganz gutes Training und eine ganz gute Chance, auch viele Sprüche schon zu kennen und dann eben auch zu wissen, was kann ich da entspannt zu sagen. Das ist schon ganz hilfreich. Ich habe es selbst nicht mehr erlebt im Studium, aber ich weiß es von einer Schulkollegin, dass es die tatsächlich auch erlebt hat von alten Professoren, die dann quasi auch die Studentinnen begrapscht haben oder die sie irgendwie engagiert haben, sie zu helfen und dann irgendwie ja angegriffen haben oder angemacht haben, aber das tatsächlich ja ihre Hände nicht in der Tasche lassen konnten. Hast du das noch erlebt? Nee, ich habe, wie gesagt, ich habe durch, eine Anmache habe ich mal wirklich erlebt. Der wurde auch ein bisschen deutlicher. Aber da habe ich wirklich, wie gesagt, durch das gute Training, das jahrelange nächtliche Training beim Kellnern, habe ich sofort gesagt, hey, netter Versuch, aber das findet hier überhaupt nicht statt. Und witzigerweise war der dann am nächsten oder übernächsten Tag in irgendeiner Prüfung dabei als Prüfer. Und dann habe ich den vor, ich hatte den vor der Tür gesehen, habe gesagt, was machst du denn hier? Und dann sagt er, ja, ich bin Prüfer heute. Ich sage, ja, schön zurückhaltend, ne? Sonst erst lasse ich das ganze Thema eskalieren. Klar soweit? Also ich habe das letztendlich einmal kurz
auf den Punkt gebracht, wie ich dazu stehe. Und er hat nichts gemacht. Er hat auch eine gute Bewertung gemacht. Das war alles in Ordnung. Hätte er das zum Anlass genommen, um sich zu rächen, hätte er mich kennengelernt. Also das gibt so gewisse Dinge, da war ich immer sehr straight. Heute sind alle ein bisschen eher sensibilisiert dafür und die Männer wissen, sie können sich das nicht mehr erlauben. Aber zu dieser Zeit hätten die dann nicht zusammengehalten. Wäre das durchgegangen, glaubst du? Also in meinem Umfeld habe ich immer eine sehr gute Solidarität erfahren. Sowohl bei meinen Kommilitonen als auch bei den Profs, die ich hatte. Natürlich gibt es immer mal es gibt auch immer Menschen, die man nicht mag. Also man ist ja nicht hellauf begeistert von jedem. Aber ich bin sicher, wenn da was gewesen wäre und ich wäre zu jemandem hingegangen und hätte gesagt, pass mal auf, der Typ hat mich angefasst oder der hat eine dumme Bemerkung gemacht oder der rückt mir auf die Pelle, dann wären die zusammengerückt und hätten mir geholfen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, dass ich immer den Eindruck und ganz klar die Botschaft auch rübergebracht habe, dass ich für solche Sachen überhaupt nicht zu haben bin und sehr klar in meinen Ansagen gewesen bin und wirklich auch immer Unterstützung gehabt habe. Also es waren immer genügend Männer auch in meinem Umfeld, wie gesagt, die im Zweifelsfall, wenn sowas gewesen wäre und ich hätte gesagt, pass mal auf, ich brauche eure Hilfe, unterstützt mich bitte mal, die auch da gewesen wären. Du hast ja schon gesagt, eine gute Schule, ein gutes Trainingslager war eben die Tätigkeit als Kellnerin. Ich habe selbst auch unglaublich lange und in ganz vielen unterschiedlichen Restaurants und Bars und dergleichen gekellnert und bin ja auch damit konfrontiert worden, aber ich bin da einfach immer gegangen. Also ich habe mir da jetzt weder mündlich noch sonst in irgendeiner Art und Weise gewehrt oder dem Gegenüber auch mitgeteilt, dass das nicht geht, sondern meine Strategie war eigentlich einfach immer zu gehen und zu ignorieren oder vielleicht irgendwie so in Österreich, ich weiß nicht, ob es in Deutschland geht, den Vogel zu zeigen, aber das war es dann irgendwie auch schon. War das bei dir, als du kleiner warst, warst du da auch schon so? Also ich denke, dass ich wenig Schwierigkeiten damit habe, mich in die erste Reihe zu stellen. Ich bin oft auch als Schülerin schon Gruppenleiterin gewesen. Ich habe Kinderturnen unterrichtet. Ich habe einen Trainerschein gemacht. Ich habe sehr früh unterrichtet, angeleitet und damit auch ein bisschen, ich sag mal, natürliche Autorität bekommen. Und das entspricht aber auch meinem Wesen. Also ich stelle mich gerne hin, auch um Menschen zu unterstützen, die nicht so gut mit ihrem Leben zurechtkommen. Das mache ich also sowieso jeden Tag, weil ich immer denke, ich kann das, aber andere können das nicht und dann nehme ich die mit. Und ich glaube, dass es kein Patentrezept gibt beim Kellnern. Es gibt auch kein Patentrezept, wie man mit unangenehmen Situationen umgeht. Jeder Mensch ist anders. Du bist vielleicht gut damit zurechtgekommen, das zu ignorieren und einmal den Vogel zu zeigen. Das ist ja auch eine klare Geste. Aber das ist nicht für jeden was. Und jeder Mensch ist auch anders. Ich bin da etwas impulsiver. Ich würde dann einfach auch mal einen Spruch rausdrücken, weil das geht gar nicht. Ich finde, man muss schon respektvoll miteinander umgehen. Aber ich glaube auch, dass Führungsverhalten auch ein bisschen, ich will nicht sagen genetisch bedingt ist. Ja, aber vielleicht ist das eine Veranlagung. Und wenn man das dann noch ein bisschen übt, dann kommt das deutlicher zum Vorschein als vielleicht bei jemandem, der sagt, nee, Führung, das ist nicht so meins und ich arbeite lieber im Backoffice, ich arbeite lieber im Hintergrund. Das ist auch ein bisschen typbedingt. Das hat ja nichts mit der Qualität der Arbeit zu tun, sondern es ist einfach eine andere Art und Weise zu arbeiten. Und es gibt ja nicht nur eine Art. Wir Menschen sind ja alle super verschieden. Und wie gesagt, der eine kommt eben mit Ignorieren gut zurecht, weil es seinem Charakter oder seinem Wesen entspricht. Damit fühlt er sich wohl, das ist ja wichtig. Ich fühle mich eher wohl, wenn ich etwas sage, wobei ich glaube, das ist dann auch manchmal, also bei mir jedenfalls so, dass ich sage, hey Norma, nimm dich mal ein bisschen mehr zurück, die anderen wollen auch mal reden. Ich muss mich da eher so ein bisschen einbremsen und sagen, so, jetzt ist aktives Zuhören angesagt. Ich glaube, da hat so jeder in seiner Wesensart das, was manchmal gut ist, kann auch manchmal zu viel sein. Ich glaube, dass das vielleicht bei dir manchmal, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass du eher ein bisschen zurückhaltender bist, vielleicht manchmal der Wunsch entsteht, ein bisschen offensiver zu sein. Und bei mir ist es eben,
der Wunsch, ein bisschen defensiver zu sein. Immer das, was man so als Stärke hat, wird vielleicht von einem selber manchmal auch als Schwäche empfunden. Ich glaube auch, dass das ein bisschen Veranlagung ist. Also ich sehe es halt jetzt auch bei meinem Sohn, der ist einfach ein viel lauteres Kind, extrovertierter, sehr kommunikativ. Und mir wird zumindest erzählt, dass er immer ein sehr ruhiges Kind war. Ich glaube aber, dass das von meinen Eltern alles, dass das auch gefördert war, dass man wirklich still ist, ruhig ist, brav ist, ja nicht aufmuckt. Also ich glaube, dass die, vielleicht war ich es von Haus aus schon, aber dass das sicher auch von der Erziehung her sicher dazu beigetragen wurde, auch alles andere als laut zu sein oder dem als Sicherheit zu geben und zu sagen, na, steh auf für das, wenn du was für Unrecht empfindest und sag das laut. Wie war das jetzt mit deinen Eltern? Haben die das auch gefördert, deine, ja, sag jetzt mal, deine DNA, deine Veranlagung? Das ist halt etwas, das habe ich selbst gemacht. Und zu Hause gab es da keine Unterstützung. Das Verhältnis zu meinen Eltern, speziell auch zu meinem Vater, ist schwierig gewesen. Das kann man ganz klar so sagen. Also ich bin eher bestrebt gewesen, zu Hause wegzukommen und mein eigenes Leben zu leben und das auch dann selbst zu planen und in die Hand zu nehmen. Also ich habe davon zu Hause keine Unterstützung gehabt. Ich finde, das hat ja auch definitiv Vorteile, wenn man von zu Hause eben jetzt keine Unterstützung bekommt und sich auch so ja selbst sein Leben zusammenstrickt, die Dinge für sich selbst auch erreicht. Absolut. Also es ist sicherlich ein, und als Kind empfindet man das auch als ungerecht teilweise, weil man sich auch, man hat natürlich Beispiele im Freundeskreis, wo man sagt, hey, guck mal, so kann das auch gehen. Das wäre ja super, wenn. Das hat nie stattgefunden. Ich habe also auch ganz früh angefangen, nebenbei zu arbeiten, um eben auch ein bisschen Geld im Monat zu haben und bin dadurch immer in der Lage gewesen, auch für mich selbst zu sorgen. Schon relativ früh und habe halt die Dinge dann eigeninitiativ auch in die Hand genommen und habe nicht auf andere gewartet, sondern habe gemacht, weil ich wusste, von zu Hause kommt da nichts. Und insofern, ja, vielleicht ist das auch unbewusst einfach ein Training gewesen, was mich dazu gemacht hat, so, dass ich so bin, wie ich heute bin. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich, wenn ich das sehe, dass jemand sich nicht traut und er hat Potenzial, das haben wir im Betrieb auch oft, wenn Praktikanten kommen, die sehr, sehr schüchtern sind, das gucke ich mir genau an, mit denen arbeite ich dann auch mal zusammen und die fördere ich dann auch. Das ist wie so ein kleines Pflänzchen, was man anfängt zu gießen und dann mal in die Sonne stellt. Was da rauskommen kann, das ist unglaublich. Und das ist halt etwas, was mir persönlich ganz, ganz viel Spaß bringt. Und das ist auch etwas, was sicherlich in der Kindheit begründet ist, dass es mir ein Bedürfnis ist, Menschen und vor allen Dingen auch Mädchen und Frauen zu unterstützen, in ihre Möglichkeiten zu kommen. Ist jetzt mitunter diese Geschichte, auch dieses selbst zu machen, ich stricke mir mein Leben, meinen Werdegang so, wie es mir gefällt, quasi auch ein bisschen ich mache mir mein Leben so, wie es mir gefällt, nach Bibi Langstrumpf, auch der Grund, warum du Unternehmerin geworden bist? Nee, das war noch ein bisschen anders. Meine erste berufliche Station war als Vertriebsingenieurin für Diesellokomotiven. Allerdings ein reiner Männerbereich und da hatte ich irgendwann einfach auf diesen Nahkampf jeden Tag, hatte ich irgendwann keine Lust mehr, weil das ist unglaublich energiezehrend und wenig befriedigend. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt wechselst du die Branche nochmal und habe dann Marketing und Werbung als Stabsstelle für einen großen Büroausstatter gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht, habe ich sehr viel gelernt und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Und das war der Start fürs Unternehmerinnentum. Und das ist eigentlich ja wieder so ein Zufall gewesen in meinem Leben. Und ich habe gar nicht gedacht, dass er überhaupt selbstständig ist. Er hat mir erzählt, dass er eine Wäscherei hat. Und dann habe ich gesagt, ach Quatsch, Wäscherei, der will ich doch veräppeln. Das gibt's gar nicht. Das gibt's ja nur im Western. Und da machen das immer die Chinesen. Aber das kann doch kein Industriezweig sein. Und ja, da lag ich dann total falsch, weil Gastronomie, Kliniken, Alten- und Pflegeheime, die brauchen eine Textilversorgung und ja, und das machen Wäschereien, und zwar gewerbliche Wäschereien. Und die sind ganz schön groß. Nachdem wir geheiratet hatten, war dann natürlich auch die Frage, Kinder oder nicht. Und ich habe immer gesagt, Kinder sehr gerne, aber nur, wenn ich arbeiten kann. Und dann haben wir gesagt, okay, dann steigst du hier mit ein. Und dann habe ich die Buchhaltung übernommen, habe das Unternehmen halt über die Zahlen kennengelernt. War nicht unbedingt mein Lieblingsfach, aber wenn es um echtes Geld geht, da war die Motivation dann auf einmal auch eine ganz andere. Und dann habe ich mich eingearbeitet. Also geplant
war das nicht. Also Unternehmerin war nie mein Berufswunsch. Aber heute aus der rückwärtigen Sicht kann ich sagen, das ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen, auch mit meinem Mann gemeinsam ein Team zu bilden. Es ist fantastisch. Ich habe so viel gelernt und so viel ausprobieren dürfen. Ich durfte Fehler machen, ich durfte wachsen und er hat mich immer super unterstützt und das ist der Job meines Lebens. Oh, das ist großartig. Du hast jetzt auch gesagt, dein Mann hat da auch eine sehr große Rolle in dem gespielt, indem er dich sehr unterstützt hat. Ich habe schon mit vielen Frauen gesprochen und von vielen Frauen habe ich auch gehört, dass eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben einer Frau auch die Wahl des Mannes ist. Würdest du dem zustimmen? Ich würde das ein bisschen weiter fassen und sagen, die wichtigste Entscheidung im Leben einer Frau ist die Wahl des, der, die Partner, Partnerin, wie auch immer. Derjenige oder diejenige, die an deiner Seite steht, mit der du dein Leben verbringen möchtest. Dafür gibt es natürlich keine Garantie, dass es auf Dauer so ist. Da müssen beide immer dran arbeiten. Aber das ist wirklich jemand, da sollte man genau hingucken. Und da sollte man nicht den Kopf entscheiden lassen, sondern man soll mit demjenigen ja leben. Der Kopf wird sich immer einschalten. Der ist ja nie leise. Und er ist sehr, sehr dominant. Das heißt, der wird sowieso was dazu sagen, ob man das will oder nicht. Als ich mein Studium angefangen habe, musste ich in den Betrieb zum Betriebsarzt und hatte mit meinem damaligen Freund, da kannte ich meinen Mann noch nicht, richtig Stress. Das heißt, ich hatte mit meinem Magen und der Magensäure richtig Probleme. Und er guckt mich an, ein älterer Herr, der kurz vor der Rente stand, und sagte zu mir, sag mal, Mädel, so richtig gut geht's dir nicht, ne? Dein Freund, ne? Könntest du dir vorstellen, mit dem Kinder zu haben? Und auf die Frage habe ich, da war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet und habe ganz spontan gesagt, nein. Da sagt er, dann ist das doch klar, dann ist das nicht der Richtige. Und das zeigt für mich ganz klar, diese Dinge musst du mit dem Bauch entscheiden. Weil dein Bauch ist unglaublich schlau. Er weiß ganz genau, was für dich gut ist und was nicht gut ist. Und wenn sich das nicht gut anfühlt, dann quatsch es dir nicht hin. Das wird dir letzten Endes auf die Füße fallen. Früher oder später. Und vielleicht auch später, wenn schon Kinder da sind. Und es wird Situationen geben, die richtig auf dem Punkt sind, wo man kein Schutzschild mehr hat, wo man pur ist, wo es einfach nur zur Sache geht. Und in diesen Situationen braucht man einen Partner, eine Partnerin, die bedingungslos zu einem steht. Und das ist etwas, was man nur von ganz, ganz wenigen Menschen überhaupt sagen kann. Dieser Kreis ist super klein. Wenn man so jemanden überhaupt findet und dann lieber ein bisschen Zeit lassen und nicht unter Druck setzen lassen und nicht sagen, oh, meine biologische Uhr. Ja, steht auf die biologische Uhr. Letzten Endes sollst du ja mit demjenigen leben und glücklich sein. Denn du hast auch nur ein Leben. Das ist die Entscheidung deines Lebens. Oh ja, sehr wertvoll, was du sagst. Ja. Triffst auch bei mir einen sehr wunden Punkt. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war die Folge mit Norma Jensen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr TechShe Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter TechShe Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.techshelikes.co.